Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen ein kleines Rentier und ich hoffe, das Video hilft dir und gefällt dir. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern und dann kann es auch schon losgehen. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Jetzt verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede 2. Masche, das heißt, du häkelst in die 1. Masche 1 feste Masche und in die 2. 2 feste Maschen. Dann wieder 1 feste Masche, 2 feste Maschen, 1 feste Masche, 2 feste Maschen. Und das wiederholst du bis zum runden Ende. Nun verdoppelst du jede 3. Masche, das heißt, du häkelst in die ersten beiden Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 3. wieder 2 feste Maschen. Und auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Jetzt verdoppelst du jede 4. Masche, das heißt, du häkelst natürlich in die ersten 3 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 4. wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Jetzt verdoppelst du noch jede 5. Masche, das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Nun häkelst du in jede Masche 1 feste Masche, stichst aber dabei nur ins hintere Maschenglied ein. Jetzt wird noch jede 6. Masche verdoppelt, also in die ersten 5 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 6. wieder 2 feste Maschen. Und das wiederholst du natürlich auch bis zum runden Ende. Dann häkelst du 4 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche, also 4 ganz normale Runden. Jetzt nimmst du jede 6. und 7. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 5 Maschen jeweils 1 feste Masche. Stichst in die 6. ein, holst dir den Faden. Stichst in die 7. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Das ist eine Abnahme und auch das wiederholst du die ganze Runde lang, also wieder 5 feste Maschen. In die 6. einstechen, Faden holen, in die 7. einstechen, Faden holen und den Faden wieder durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche, also 2 normale Runden. Und dann wird jede 5. und 6. Masche abgenommen, also in die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche. In die 5. einstechen, Faden holen, in die 6. einstechen, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann häkelst du wieder 2 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche. Und dann wird jede 4. und 5. Masche abgenommen, also in die ersten 3 Maschen jeweils 1 feste Masche. In die 4. einstechen, Faden holen,
in die fünfte einstechen Faden holen und den Faden durch alle drei Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche, also wieder eine normale Runde. Dann nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab, also in die ersten zwei Maschen jeweils eine feste Masche, in die dritte einstechen Faden holen, in die vierte einstechen Faden holen und den Faden wieder durch alle drei Schlaufen durchziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und dann stopfst du das Ganze schon mal aus. Nun wird noch jede zweite und dritte Masche abgenommen, also in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite einstechen Faden holen, in die dritte einstechen Faden holen und den Faden wieder durch alle drei Schlaufen ziehen. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang, also eine feste Masche, in die zweite einstechen Faden holen, in die dritte einstechen Faden holen und den Faden durch alle drei Schlaufen ziehen. Wenn du das hast, ziehst du den Faden ein bisschen raus, schneidest den Faden ab und ziehst den Faden komplett durch. Und da du jetzt weißt, wie die Abnahmen und Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Ich zeige dir auch gleich, wie du den Farbwechsel beim Bein machen kannst. Wenn du die vierte Runde gehäkelt hast, wird in der letzten Masche der Farbwechsel vorgenommen. Du stichst also ganz normal ein, als wäre es eine feste Masche, nimmst dir dann die andere Farbe und ziehst den Faden durch, als wäre es die vorige Farbe, also wie eine ganz normale feste Masche. Und dann häkelst du einfach ganz normal weiter. Das Geweih besteht aus zwei Teilen und hier schreibe ich dir an die Seite, wie du das häkelst. Die Ohren. Das kleine Schwänzchen. Die Schnute. Und natürlich der Kopf. Dann zeige ich dir, wie du den Schal häkelst. Du machst eine ganz normale Schlaufe und das häkelst du jetzt in Reihen. Und zwar machst du jetzt so viele Luftmaschen, so lang wie du den Schal haben möchtest. Bei mir sind es 38 Maschen. Du kannst natürlich so viele machen, wie du möchtest. Und dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche. Bis zum Schluss. Und wenn du das hast, machst du eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst wieder in jede Masche eine feste Masche. Und so geht es jetzt auch weiter. Wenn du am Ende angekommen bist, machst du wieder eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst wieder in jede Masche eine feste Masche. Wenn er dir dann breit genug ist, dann beendest du das Ganze wie die anderen Stücke auch. Du ziehst den Faden ein bisschen durch und schneidest ihn ab und ziehst ihn komplett durch. Dann zeige ich dir noch, wie du die Teile aneinander nähst. Du stichst also von dem Stück ein, was du gerade annähen möchtest und stichst es direkt in das Teil, wo du das dran haben möchtest. Und das machst du komplett drumherum. Versuch immer so nah an dem einen Stück zu sein, was du gerade annähst, damit man eben nicht so die Fäden sieht. Also einfach immer von dem einen Teil ins andere Teil Faden festziehen und in die nächste Masche stechen. Und so machst du das einfach, bis du komplett drumherum bist. Und dann kannst du den Faden einfach irgendwo durchstechen und abschneiden. Und so machst du das mit allen Teilen. Jetzt zeige ich dir noch, wie du die rote Nase dran machst, beziehungsweise auch den Mund. Also du stichst von der Seite aus ein und kommst daraus, wo du die Nase beziehungsweise den Mund haben möchtest. Und
stichst dann noch ein bisschen weiter zur Seite ein und ziehst den Faden durch. Und das machst du so lange, bis die Nase groß genug ist. Du musst es ja nicht genauso machen wie ich. Und wenn dir die Nase groß genug ist, dann stichst du wieder irgendwie an der Seite durch und kannst die beiden Fäden wieder abschneiden. Und dann ist dein Rentier auch fertig. Zwischen den Augen liegen bei mir übrigens 6 Maschen, falls du das genauso machen möchtest. Und das sind Augen in der Größe 5,6 mm. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, teile das Video auch sehr gern. Und ich hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dann!